die Musik war in meinem Leben einfach immer ein total wichtiger und schöner Ort der Zuflucht. Ich habe schon als Kind viele Lieder kennengelernt. Da waren sehr, sehr viele Noten auf dem Klavier und im Regal von Schumann, Schubert und so weiter, von Mozart auch. Und ich glaube, herausgefunden zu haben, was mich genau interessiert daran und weswegen dann auch, dass so ein Blog wie Melanies Blog so spannend ist. Ich habe mich entschlossen zu starten mit Abend-, Schlaf- und Wiegenliedern, weil es für mich persönlich in meiner Kindheit eine große Bedeutung hatte, abends zu singen mit den Eltern und den Geschwistern und auch die Lieder zu hören. Oh, wie schön ist deine Welt, Vater, wenn sie golden strahlt. Meine Kindheit war auf eine gewisse Art ziemlich hart und besonders am Anfang meines Lebens auch sehr schmerzvoll. Und ich bin immer in diese Musik eingestiegen, um aus der Realität zu fliehen irgendwie. Die Stimme ist wie ein Malkasten, der verschiedene Farben hat, mit denen man das Lied singt. Und wenn man die Augen schließt und einfach zuhört, wird wahrscheinlich jeder, zum Beispiel mit dem Lied Das Sandmännchen, eine Erinnerung haben. Die Blümelein, sie schlafen schon längst im Mondenschein. Wort und Musik sind sehr unterschiedliche Wesen, aber in diesen Liedern entsteht durch die Mischung von diesen unterschiedlichen Wesen etwas Drittes, etwas Magisches, entsteht eine Alchemie, die diese Lieder belebt und auch uns berührt. Schlafe, schlafe, schlaf du, mein Kindlein. Es rettet sich der Blütenbaum. Ich denke eben auch, dass diese Texte, trotzdem sie wirklich altmodisch sind, absolut aktuell sind. Nur der äußere Rahmen hat sich sehr stark verändert. Wir leben in einer Welt der Geschwindigkeit, wir leben in einer Welt, wo man nicht mehr einfach irgendwie einen Tag lang durch die Natur streift und einfach mal hört oder sieht oder riecht. Aber die Sehnsüchte nach Geborgenheit, nach Wärme, nach Liebe, nach Vertrautheit, nach Ruhe sind genau die gleichen geblieben. Nur der Rahmen hat sich verändert. Abend ist's. Und der Mond strahlt Silberglanz. In einem herkömmlichen Liederabend steht sehr viel im Weg, dass diese Schwingung nicht frei ist, dass das zwischen Text und Musik, zwischen Gesang und Klavier, zwischen Künstlerinnen auf der Bühne und Publikum einfach sehr, sehr viel Raum ist, sehr viel Distanz. Und mit Aufnahmen fallen diese Hindernisse weg. Und die Hoffnung ist dann, dass diese Lieder, diese wunderbare Poesie und Musik sehr, sehr direkt bei den Zuhörerinnen und Zuhörern schwingen kann, eine Resonanz finden kann. Look durch die Menschen und mich interessieren Geschichten, Begegnungen, alles, was sich verändert und in Bewegung ist. Und ich finde, wenn man so ein Lied gehört hat, und es ist auch meine Erfahrung in den Liederabenden, die ich singe, meine Zugabe ist immer ein Schlaflied. Guten Abend.
Manche fangen an zu weinen, manche sind einfach still, manche sprechen den Text mit. Ich merke, dass wir da alle eine große Verbindung haben. Selig und süß, schau im Traums Paradies, schlaf nun selig und süß, schau im Traums Paradies. Ich möchte euch einfach auch die Möglichkeit geben, einzusteigen in eine andere Welt, aus welcher Realität ihr auch immer manchmal weg müsst. Einfach rausgehen, Kopfhörer auf, entspannen.